So, servus Leute, heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr diese Maschine entkalken könnt und eine kleine Grundreinigung, damit eben sie lang gut läuft. Das Wichtigste natürlich ist, dass ihr mal diese Klappe entdecken könnt oder solltet. Dahinter befindet sich die Brühgruppe. Die ist jetzt komplett gesäubert. Ich werde euch ein Video noch dazu hängen, wie die davor ausgesehen hat. Auf jeden Fall, wenn sie mindestens zweimal im Jahr bitte dieses Sieb öffnen und reinigen. Dazu müsst ihr nur mit einem 10er Torx diese Schrauben aufmachen. So. Dann achtet bitte auf die Feder, die sollte ungefähr einen halben Zentimeter herausstehen. So, dann drückt ihr hier auf das, die zwei Näschen, hier sind die Näschen, drauf drücken, runter, so, und dann kommt sie schon. Und jetzt kommen wir zu diesem Sieb. Das ist jetzt alles gereinigt. Die Kaffeemaschine hat vielleicht 10 Kaffee runtergelassen. Es schaut alles sauber aus. Das sieht, wenn es nicht gemacht wird, ein Jahr anders aus. Schaut euch das Video, wo ich diese Maschine komplett gereinigt habe. Da könnt ihr es ungefähr sehen, wenn ihr das in einem Jahr nicht macht, passiert das eben. Das nächste, die Brühgruppe könnt ihr ruhig im Geschirrspüler reingeben und waschen, das ist kein Problem. Das zuerst reinstecken, damit ihr ungefähr seht, ob das parallel zueinander steht. Dann ist es so zum Reingeben wieder zurück. Genau. Dann kommt die Feder. Jetzt haben wir sie ein bisschen rausgedehnt. Und wenn man jetzt dort runter schaut, sollte sie ungefähr einen halben Zentimeter herausstehen. Hoppala. So. So ungefähr. Dann ist das in Ordnung. Die Grundregel, die ich mir jetzt schon mittlerweile so erprobt habe, ist, wenn ihr Kaffee drückt und vorbrüht, beim Vorbrühvorgang, bevor der Kaffee richtig beginnt zu fließen, darf kein Kaffee runterfließen. Dann ist die Feder ungefähr richtig. Auf jeden Fall dieses Sieb machen, das ist wichtig. Im Geschirrspüler kurz reingeben und dann könnt ihr die Brühgruppe wieder einsetzen. So, und zum Entkalken muss der Wasserfilter weg. Der ist einfach nur gesteckt. Ich nehme dazu das Tolgol. Eine ganze Flasche rein. Normal mache ich das komplett, ohne zu verdünnen. Funktioniert auch super. Hier haben wir das Symbol für Kalk. Bis dahin das mit Wasser auffüllen. Könnt ihr lauwarmes Wasser auch nehmen. So, dann stecken wir das Ganze rein. So, dann drücken wir auf Kalk and Clean. Normalerweise meldet sie sich hier von alleine und sagt entkalken, dann leuchtet das rot und dann drücken wir auf Play. Stellen wir es drunter. Und lassen sie einmal arbeiten. Wenn die fertig wird, dann machen wir weiter. So, jetzt ist sie fertig, die Maschine blinkt.
Das leeren wir jetzt aus. Das ist ziemlich angespritzt von dem. So, das haben wir jetzt ausgeleert. Jetzt schauen wir, was da drin ist. Das ist noch in Ordnung. Sieht trocken aus. Gut. Füllen das mit Wasser an, spülen das den Behälter aus. So, füllen wir wieder alles mit sauberem Wasser, wieder bis auf den Kalk and Clean Strich. Füllen das Ganze wieder rein. Wir drücken jetzt auf Play und die Maschine wird gespült. Dann lassen Sie wieder. Wir lassen sie jetzt wieder arbeiten. Wenn sie fertig ist, machen wir weiter. So, die Maschine ist jetzt fertig. Jetzt blinkt das Aqua Clean. Jetzt entleere ich einmal den Tank. Und da fülle ich auch ein frisches Wasser ein. So, jetzt haben wir wieder frisches Wasser. Jetzt müssen wir wieder den Filter einsetzen, das gibt man hinein und wartet, bis die ganzen Luftbläschen weg sind und dann setzt man den drauf. So, dann wieder alles ausleeren. Wieder auffüllen bis zum Kalkstrich. Okay, wir stellen wieder was drunter und lassen jetzt das Aqua Clean Programm laufen. Und wenn wir fertig sind, dann wird diese Lampe auch blau leuchten. Und somit ist der Putzvorgang dann erledigt. So, jetzt leuchtet das schön blau. Das ist jetzt fertig. Wenn es dann wieder mal rot leuchtet, ist dann Zeit, um den Wasserfilter neu reinzutun. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch bitte auch das Video, wo ich die Maschine komplett reinige. Das ist sicher auch hilfreich. Die wurde von A bis Z komplett auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Also da sind keine Fragen offen geblieben. Wenn ihr Fragen habt, schaue ich immer, also ich versuche sie immer gleich zu beantworten. Und ja, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann wieder. Gut. Papa.